Ja, hallöchen, liebe Zockerfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen kleinen Let's Test. Ja, ich würde sagen, schießen wir mal los. Viel sehen wir nicht, eher mehr Pixelgrafik, viele Einstellungen gibt es auch nicht, außer einmal hier und einmal hier. Dann die Outdoors. Bitteschön. Und das Game heißt Dead Repute. Viel Auswahl haben wir auch nicht. Wir können entweder starten oder mit Tutorial starten. Und wir starten einfach mal mit dem Tutorial. Und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Ich habe noch keine Ahnung, was auf uns zukommt. Aber los geht's. The Trip. Oh nein. Den Kolonie. New Shaman Learns. First Run. Okay. Ah, okay. Verstehe. Unsere erste Aufgabe haben wir bestanden. Jetzt können wir wieder zusammen hier rüber. Aber die Musik ist schon geil. Ich hoffe, die ist jetzt für euch nicht zu laut. Wie kann ich da was aufklicken? Oh, okay, so geht's. Essen fassen. Ah, da kann ich noch... geil. Da kann ich noch weiter ausrollen. Ah, die kann man wegscheuchen. Ich verstehe zwar nicht ganz den Sinn dahinter, aber irgendwie schaut es cool aus. Mehr Fleisch. Oh, hoppala, das haben wir ja voll abgenagt. Also die Steuerung ist ziemlich simpel, habe ich das Gefühl. Darkness. Hui, beleuchten. Food gives us life. Okay. Nee, ist klar. Ich drück mal die 5. People. Okay, press 4. Okay. Wir haben es freigeschalten, nice. Da sollte man, glaube ich, nicht reingehen, oder? Oder ist das unser Dorf? Aber das Tutorial war schon mal nicht schlecht. Wobei ich nicht weiß, was ich von dem Spiel halten soll. Denn eigentlich geht man, frisst man, weicht aus, geht man, leuchtet durch die Gegend. Naja. Okay, Leute, das war's von diesem kleinen Let's Test. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel hält und ob ihr euch kaufen würdet. Das war's von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Euer Red Dragon Gamer. Ciao.